Ich hoffe, mein Rechner kackt nicht ab. Wir gehen jetzt quasi rein in ein Video von Darakai, YouTube-Kollege. Checkt den gerne mal ab. Link natürlich auch in der Videobeschreibung und hier nochmal im Chat. So. Könnt ihr euch auch selber nochmal anschauen. Wir haben uns am BlizzCon-Abend auch schon ein Video von ihm angeschaut. Hat mir auch sehr gut gefallen, von daher wird das bestimmt auch ein interessantes Video. Und zwar vor dem Sturm der TBC Pre-Patch Rang 14 Rüstung für alle. Gucken wir mal. In wenigen Monaten ist es soweit, bis der Pre-Patch auf unseren Servern eingespielt wird. Dieser beinhaltet den kompletten TBC-Content, aber mit dem dunklen Portal noch geschlossen. Dadurch gibt es sehr große Veränderungen, die ich jetzt in diesem Video euch zeigen werde. Eine sehr interessante Veränderung ist, dass die Blutelfen und die Draenei... The World of Warcraft Lore Lesson. Today we will be talking about the Draenei. Zu den beiden Fraktionen hinzukommen und ihr Zeit habt, bevor TBC rauskommt, diese auf 60 zu leveln. Ohne Frage sind natürlich die zwei begehrtesten Klassen hierbei der Draenei Schamane und der Blutelf Paladin, da es diese erstmalig für diese Fraktion gibt und ihr vor allem als Allianz Schamane garantiert einen Raid-Platz bekommt, so wie die Lautstärke ist okay, ja? Die Buffs vom Blutelf Paladin auch sehr begehrt sind auf Hordenseiten. Als zusätzliche Motivation wird die XP von Level 20 auf 60 verringert, sodass ihr, wenn ihr theoretisch Level 55 seid, Level 60 erreichen werdet. Nicht nur wird dadurch Leveln einiges entspannter, sondern kommt... Wenn ich Level was? Wenn ich Level 55 bin, wäre das so, wie wenn ich 60 erreiche? 55 seid, Level 60... Die XP von Level 20 auf 60 verringert. Sodass ihr, wenn ihr theoretisch Level 55 seid, Level 60 erreichen werdet. Nicht. Okay, also man levelt quasi, okay, halt. Das ist der Amount, so eine Art, wie man schneller levelt, okay. Nicht nur wird dadurch Leveln einiges entspannter, sondern kommt noch hinzu, dass ihr jetzt Mounts ab Level 30 kaufen könnt. Beziehungsweise ihr als Paladin das Mount ab 30 geschenkt bekommt. Außerdem kommen die neuen Talentbäume mit den Endtalenten ins Spiel, wodurch ihr mit eurem Warlock zum Beispiel eine Fellguard haben könnt oder mit eurem Rogue endlich den Shadow Step. Gerade die Fellguard und die generellen Pet-Buffs machen das Level noch einfacher. Boah, das Fellguard hat man ab Level 40? Kann das sein? Und alle Talente? Ja doch, stimmt, ne? Dann ist 41er Talent, ja. Ja, ist krank, alle Warlocks werden noch kranker leveln dann, ne? Die Fellguard und die generellen Pet-Buffs machen das Leveln noch einfacher, für Warlock sowie Hunter, da es seit diesem Patch so ist, dass Pets mit euch skalieren. Das bedeutet, je besser eure Ausrüstung ist, desto mehr Damage machen eure Pets. Davor haben einfach alle Level 60 Pets den gleichen Damage gemacht, aber vor allem bedeuten die neuen Talente, dass die ganzen Meme-Specs endlich viable sind. Klassen wie Eulen und Elementarschamanen haben einen sehr starken Buff bekommen. Und es wird sehr interessant, in den letzten Raids, die noch stattfinden, bevor das dunkle Portal sich öffnet, zu sehen, wo sie im Damage liegen. Und der Punkt... Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ja quasi auch... Es wird noch Raids in Classic geben, wo die Ele-Schamanen und die Eulen und so weiter... Das ist ja richtig lustig eigentlich, ne? Lol, ey, da bin ich mal gespannt drauf. Da werde ich mir vielleicht auch den ein oder anderen Raid-Stream noch irgendwo anschauen. Wenn dann irgend so ein Ele oder eine Eule da komplett rasiert in Axe oder so, das wäre schon geil, glaube ich, ey. Und machen dann die Krieger gar keinen Schaden mehr, oder wie? In Axe dann, oder wie, oder? Ja, wär schon interessant, ey. Also, da weiß ich auch, also ich weiß selber gar nicht, wie lang überhaupt der Pre-Patch im originalen Vanilla ging. Weiß das jemand von euch noch, wie lang der ging? Das Einzige, was ich noch weiß, Creeper und Nisi, moin moin, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass man sich das Rang 14 Gear kaufen konnte. Und das habe ich tatsächlich damals auch gemacht. Also ich habe selber damals einen Troll-Schamanen gespielt auf Horde-Seite. Weiblicher Troll-Schamane. Keine Ahnung mehr warum. Und dann kam Burning Crusade und dann konnte man sich das Rang 14 Gear kaufen. Und ich weiß, es haben natürlich viele Leute gehatet und viele Leute finden es ein bisschen blöde. Und ich weiß heute auch noch nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Aber damals so mit, keine Ahnung, 16, 17 Jahren irgendwie habe ich das richtig gefeiert. Ne? Endlich mal das richtig geile No-Life Gear selber tragen zu können. Das war schon cool irgendwie. Aber ich weiß nicht mehr, wie lang der Pre-Patch dann genau ging. Ja. Und ob die Leute quasi damals dann auch schon
das so interessant fanden. Oder also ich würde vermuten, dass die Leute, die quasi bei dem Burning Crusade Release 2006 dabei waren, dass sie sich nicht mal die Mühe gemacht haben und neue Talentbäume oder so im Raid probiert haben. Das war ja eine komplett andere Welt eigentlich, ne? Das werden wahrscheinlich so, die wenigsten Leute werden überlegt haben, oh, Pre-Patch irgendwie, vielleicht ist jetzt der Ele-Schamane im Raid gut, oder es ging überhaupt nicht darum, so, ne? Ich glaube, es war irgendwie so überhaupt gar kein Ding irgendwie. Und wenn dann nur so die übertriebenen Hardcore-Leute irgendwie. Punkt, auf den ich mich am meisten freue, ist, dass das Ehre-System komplett überarbeitet worden ist. Zu einer eindeutig besseren Version, als wie sie jetzt in Classic vorhanden ist. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, das Ehre-System. Auf jeden Fall. Anders als in Classic ist Ehre eine Währung in TBC. Das bedeutet, dass ihr eure Ehrenpunkte direkt ausgeben könnt für genau das Item, das ihr wollt, bei einem Händler. Übrigens, es gibt also, was ihr machen könnt auch, weil ja gerade viele so sich auf Burning Crusade vorbereiten wollen und so weiter. Das ist auch ein guter Tipp eigentlich. Ihr könnt jetzt schon mal die Marken, nicht mehr Monate, die man jetzt schon farmen kann vom BG, euch saven. Ne? Zum Beispiel einfach hier 40 AB-Marken oder wie Warsong-Marken. Weil die AFK rumstehen. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Weil man kann sich dann auch, glaube ich, die Epic Mounts oder so von anderen Fraktionen einfach mit den Marken kaufen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann könntet ihr die, kann man nur auf 20 stacken, ja, kann gut sein. Dann holt ihr euch 20 von jedem. da habt ihr da einen kleinen Vorteil, ja, weil gerade alle so ein bisschen am Vorbereiten sind. Das wäre vielleicht noch interessant für den einen oder anderen. Um irgendeinen Rang nach Wochen zu bekommen, sondern man kann einfach direkt die Punkte, die man verdient hat, ausgeben. Was das Ausrüsten im PvP fundamental verändert und wesentlich gesünder ist für das Spiel sowie dem Spieler dahinter. Und jetzt haltet euch fest, nicht nur wird es der Hammer. Das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, den er gerade gebracht hat hier an der Stelle. Das will ich auch nochmal ganz kurz sagen an der Stelle. Burning Crusade ist generell einfach nicht nur gesünder für euer soziales Leben. Natürlich, man kann in jedem Spiel suchten und komplett abdriften, sag ich mal. Aber ich finde schon, in Burning Crusade wird es für viele Spieler deutlich einfacher werden, so am Ball zu bleiben. Irgendwie. Ich finde Classic so umfangreich, so komplex, irgendwie so anstrengend und ja. Ne, solche Geschichten wie Skull of Impending Doom holen und solche Sachen, sehr viele besondere Dinge irgendwie. Und wo ich auf der einen Seite denke, okay, das ist auch ein guter Aspekt von Classic eigentlich und auch ein Aspekt, der das Spiel so einzigartig macht. Aber ich finde auch gut, dass in Burning Crusade das Game so ein bisschen entschlackt wurde und so ein bisschen von so sehr extrem langatmigen Dingen befreit wurde. Das, glaube ich, ist ein sehr guter Aspekt für die Spieler, ja. In den BGs Ehre zu farmen mit den neuen Skillungen, sondern ist die erste Ausrüstung, die man sich kaufen kann, das Rang 14 Gear sowie die Waffen. Nein, ich mach keine Witze, Leute. Anstatt dass ihr tatsächlich monatelang im Alterac Valley euren Arsch abfriert, könnt ihr jetzt durch Ehrenpunkte das ganze Set plus die Waffen kaufen. Dadurch könnt ihr euren frisch gelevelten, grün equippten Twink mit komplett Rang 14 Gear ausrüsten. Genau, das ist auch ein interessanter Punkt. Moin, Amina Koi, moin. Weswegen ich auch das nicht so ganz verstehe, dass man jetzt irgendwie denkt, dass man seinen Char noch irgendwie equippen muss für Burning Crusade und irgendwie sonst einen Nachteil hat. Ne? Man kann einfach mit dem Pre-Patch theoretisch gesehen einen komplett frisch equippten Char nehmen, 2 Wochen lang mit dem Ehre farmen und dann hat man das Rang 14 Set voll. Also, ja. Und damit hat man eigentlich schon sehr, sehr viel wieder aufgeholt an Gear-Nachteil, ne? Und das solltet ihr euch auch drüber im Klaren sein. das Ehre-Cap ist irgendwo klarer, ja, aber man kann die Sachen ja ausgeben und dann ist das Cap wieder runter und dann kann man wieder mehr farmen. Die Ehre und die Marken dazu farmt, die ihr durchs BG-Spielen bekommt. Was gerade Leuten wie mir zugute kommt, die kurz vor Release auf einem anderen Server neu anfangen, um noch gescheite Ausrüstung zum Questen und Leveln zu bekommen. Außerdem bedeutet das, dass ihr jeden Twink hochspielen könnt, den ihr wollt und theoretisch als Main übernehmen, da die Rang 14 Ausrüstung komplett ausreicht, auf 70 zu spielen. Also wenn euch diese Änderungen nicht Hype machen, dann weiß ich auch nicht. Neben sehr vielen generellen Änderungen, die ich euch alle in der Beschreibung verlinken werde, kommen noch so Sachen wie der neue Beruf Juwelenschleifen hinzu, auf den ihr euch jetzt schon vorbereiten könnt und die Gegenstände, die ihr braucht, bis zu 300. Habe ich schon. Ich werde auch Juwelenschleifen nehmen und ich habe alle schon im Inventar bei mir am Start.
Ist zwar, Enchanting ist zwar eigentlich besser so, aber ich nehme Juve. Hab ich ja schon am Start. Das Geld auf der Bank parat liegen haben könnt. Außerdem ist noch erwähnenswert, dass Blizzard erwähnt hat, die Server direkt auf dem Patch 2.4.3 zu releasen, was der aktuellste TPC-Stand war, bevor WoLTK veröffentlicht wurde. Dieser hat neben etlichen Bugfixes auch noch die Klassen etwas ausbalanciert. Ansonsten habe ich so ziemlich alle anderen nennenswertesten Veränderungen in meinen anderen Videos schon erklärt. Geil! Das war's, ja? Da ich immer versuche, das Wichtigste so schnell wie möglich. Oh, da kommt wieder ein Shoutout, okay? Fallen meine Videos immer sehr kurz aus. Deswegen würde ich mich sehr freuen, falls es dir gefallen hat, ein Like und ein Abo dazulassen, da es sehr mit YouTube hilft. Ich finde es gut, seine Geschwindigkeit vom Video ist sehr angenehm. Also deckt hier sehr viel, sehr schnell ab, finde ich schon mal cool. Ah, Darak, ey, Grüße gehen raus, Ehrenmann, danke dir. Aber irgendwie auch cool, er labert nicht so ausfallend. Scheiße. Ja. Oh Mann, ey. Labere, er kommt direkt zum Punkt. Kann mich immer noch nicht selber betrachten im Internet. Ja, schönes Video. Aber er hat jetzt nicht, gab keine News oder so in Bezug auf, wann der Pre-Patch kommt. Ne? Da gibt es auch mittlerweile wahrscheinlich Gerüchteküche, aber kein bestätigtes Datum oder so. Ne? Ja, sehr schönes Video, wie gesagt, also ich denke, dass sich da sehr viele Leute drauf freuen werden und ich find's cool overall, dass es den Leuten leicht gemacht wird, in Burning Crusade einzusteigen. Ne, so dieses mit 58 Starten hat viel Hate geerntet so von einigen Leuten und es wird sicherlich auch zu ein paar Problemen führen, aber ich finde so der Nutzen davon übersteigt einfach so und gerade auch ne, Draenei und Blutelfen schon mit dem Pre-Patch leveln, finde ich auch eine gute Geschichte. Ich finde, es ist gut, dass sich Blizzard hier dafür entschieden hat, den Weg zu gehen, dass man reine Burning Crusade-Spieler leichter in Burning Crusade quasi reinholen kann. Natürlich hat das auch monetäre Hintergedanken, können wir nicht abschreiten, aber ich persönlich finde es gut, wenn viele Leute dadurch den Weg in Burning Crusade finden. Ja, check gerne Darakai aus hier, wie du Kollege. Macht sehr nice Videos.